Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Emotionen und Gefühle mit Christoph Mahr. Du bist hier richtig, wenn du ein Interesse am Menschen und seiner Existenz insgesamt hast. Und noch einmal mehr, wenn du als Therapeut, Coach oder Berater tätig bist. In dieser 17-teiligen Podcast-Reihe geht es um die Bedeutung von Emotionen und Gefühlen für unser aller Leben und Überleben. Es geht um unsere Überlebens- und Bewertungskategorie erster Ordnung. Durch meine Arbeit als Therapeut, Coach und Trainer wurde mir die Bedeutung dieser entscheidenden Seelenkraft immer zunehmender vor Augen geführt. Deshalb entwickelte ich vor vielen Jahren das emotionsfokussierte und zukunftsweisende Therapiemodell Integrative Psychotherapie. Als Autor des wegweisenden Grundlagenwerkes Praxishandbuch Integrative Psychotherapie war es mir ein Anliegen, der großen Bedeutung dieser Seelenkraft seinen gebührenden Raum zu geben. Vieles von dem, was ich verfasste, bekommst du in dieser Podcast-Reihe vermittelt. In diesem fünften Teil geht es um die Emotionen Ärger, Zorn, Wut, die situationsgerecht erlebt und ausgedrückt eine ausgesprochen wichtige und nützliche Reaktion ist, jedoch oftmals völlig zu Unrecht als inakzeptabel eingestuft wird. Die Emotion Ärger, Zorn, Wut hat ein breites Intensitätsspektrum, das von leichter Empörung und zarter Verärgerung bis hin zu unbändiger, rasender und zerstörerischer Wut reicht. Ärger, Zorn, Wut sind in dieser Reihenfolge Intensitätssteigerungen ein und derselben Emotion. Zorn hat ein höheres Erregungsniveau als Ärger, während Wut wiederum ein höheres als Zorn hat. Zorn ist distanzierter als Wut und Ausdruck von Unmut, Unzufriedenheit und Empörung, während Wut unter Umständen auf Rache und Vergeltung sind. Ganz gleich, in welcher Wirkungsstärke diese Emotion zum Ausdruck kommt, zeigt sie an, dass Grenzen unangemessen überschritten wurden und der Ärgerliche, der Zornige oder gar Wütende sich angegriffen oder bedroht fühlt. Ärger, Zorn, Wut ist also, wenn sie situationsgerecht erlebt und ausgedrückt wird, eine sehr nützliche Reaktion. Durch sie wird die Handlungsenergie freigesetzt, welche ein Mensch benötigt, um sich zu schützen, seinen eingeschränkten Raum wieder zu erweitern, den Angreifern seine Schranken zu verweisen und Kontrolle über die Situation zu erlangen. Je nach Situation und oder individuellem Charakter und Temperament des Betreffenden ist sie eine Emotion mit unterschiedlich aggressiver Tendenz. Ärger, Zorn, Wut hat wie viele andere Emotionen eine Doppelfunktion. Sie soll uns auf einen Kampf vorbereiten und zugleich den Gegner einschüchtern, um hierdurch im Idealfall eine heftige Auseinandersetzung zu vermeiden. Kämpfe sind riskante, energieaufwendige und ressourcenverbrauchende Unterfangen, die nur geführt werden sollten, wenn es keine Alternativen gibt. Die Emotionen Ärger, Zorn, Wut ist mit einer Reihe von physiologischen Begleiterscheinungen verknüpft, die unsere Energiereserven mobilisieren sollen. Der Körper wird von Adrenalin überflutet und versetzt unser ganzes physiobiologisches System in Alarmbereitschaft. Der Blick wird stechend, das verursachende Objekt wird fixiert, die Muskelspannung erhöht sich, insbesondere in den Armen, und sorgt dafür, dass wir die Fäuste ballen. Wir pumpen mehr Blut durch den Körper, der Blutdruck erhöht sich und der Puls wird beschleunigt. Der gesteigerte Blutdurchfluss führt zu einer Erweiterung der oberflächennahen Blutgefäße, was das Wärmeempfinden erhöht und zu Gerichtsrötungen führt. Wir kennen wohl alle die Redewendung: Jemand kocht vor Wut. Diese deutlichen vegetativen Begleiterscheinungen mahnen jedoch auch zu einer gewissen Ausgewogenheit in der Aktivierung dieser Emotionen. Ebenso wie verdrängte und unterdrückte Wut verschiedene seelische und körperliche Krankheiten hervorrufen kann, bleibt auch eine dauerhafte Erregung meist nicht ohne Folgen. Ein zu viel an Wut bedeutet, ebenso wie unterdrückte Wut, Stress für den Körper. Beide Extreme führen zu einer gesteigerten Produktion der Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin. Typischerweise werden diese Stresshormone schnell wieder abgebaut, jedoch werden sie bei Dauerstress dauerhaft überproduziert. Das führt zu einer Erhöhung des Blutdrucks und der Herzfrequenz
und erhöht folglich auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Bewertung der Emotion Ärger, Zorn, Wut ist kulturabhängig und wird, da ihr Ausdruck meist nicht dem erwarteten Sozialverhalten entspricht, oftmals als ambivalent bis inakzeptabel eingestuft. In unserem Kulturkreis wird diese mit Aggressivität und Gewaltbereitschaft assoziierte Emotion eher bei Männern als bei Frauen akzeptiert. Sicherlich kann Wut durch unkontrollierte Worte und Handlungen viel zerstören, aber sie ist auch eine Energie, die Großes erschaffen kann. Sie ist unsere Handlungskraft Nummer 1, eine besondere Form von Antriebsenergie, mithilfe derer Materielles entsteht, Neues geboren und zum Leben erweckt wird. Wut ist eine geballte Ladung Energie, die, wenn sie kanalisiert und zielgerichtet ist, wie Raketentreibstoff einen Menschen zu neuen Ufer bringen kann, in Bereiche, die hinter dem Horizont, außerhalb der Reichweite und Vorstellung anderer Menschen liegen. Wut ist die Kraft, welche Unmögliches möglich macht und Unliebsames aus dem Weg räumt. Durch sie werden Dinge im Leben bewegt, wo sonst Stillstand herrscht. Sie befähigt einen Menschen im Besonderen, klare Entscheidungen zu treffen, eindeutige Positionen zu beziehen und für diese auch einzutreten und zu kämpfen. Menschen, die einen guten Zugang zu ihrer Wut haben, sind starke Verbündete, die entschlossen und tatkräftig dafür eintreten, wenn es gilt, einem Unrecht ein Ende zu setzen. Sie sind auch diejenigen, welche oftmals vitaler und aktiver sind als andere, sich klare und eindeutige Ziele setzen und diese aus ganzem Herzen angehen, verfolgen und umsetzen. Mithilfe von Ärger, Zorn, Wut gebiete ich also nicht nur denen Einhalt, die meine Grenzen unangemessen überschreiten, sondern ich stehe auch im Besonderen für meine Bedürfnisse ein. Ärger, Zorn, Wut ist eine Emotion, die hilft, den eigenen Willen durchzusetzen, entsprechend der individuellen Einschätzung von richtig und falsch. Aus dieser Emotion entsteht eine Kraft, die, wenn sie richtig eingesetzt wird, nicht nur Grenzen aufzeigt, sondern auch dafür sorgt, dass andere uns ernst nehmen und die deutlich macht, dass wir wissen, was wir wollen. Ein Ergriffener, jemand, der für seine Sache brennt, bewegt mehr als 100, die lediglich sehr interessiert sind. Wenn du wieder einmal zornig oder wütend bist, dann solltest du dir in Erinnerung rufen, dass vermutlich genau diese Kraft für einige deiner Erfolge verantwortlich ist. Menschen mit einem unzureichenden Zugang zu Emotionen, Ärger, Zorn, Wut, sind zwar im Allgemeinen friedliebender, haben aber oftmals auch weniger Durchsetzungskraft und Abgrenzungsvermögen. Dadurch laufen sie Gefahr, von den Bedürfnissen anderer überflutet zu werden. Ein gehemmter Zugang zur Emotion Ärger, Zorn, Wut und somit zur Handlungsenergie kann auch dazu führen, dass wir im Leben weniger bewegen, als wir eigentlich könnten. Die folgenden Verhaltensempfehlungen richten sich insbesondere an jene Personen, welche nur zu gut um die Kraft der Wut, aber auch um ihr zerstörerisches Potenzial wissen. Rage und blinde Wut sind meist unnütz und schädlich, denn sie gehen mit einem Verlust der Selbstkontrolle einher. Deshalb sollten diejenigen es gar nicht erst so weit kommen lassen, dass sich lauter kleine Verärgerungen anstauen. Sprich die Dinge, die dich stören, früher an, denn so bewahrst du dir deine Selbstkontrolle. Fokussiere das Zorn- bzw. wuterregende Verhalten des Verursachers und attackiere weniger die Person selbst. Entziehe dem anderen nicht grundsätzlich das Wort. Halte die Luft an und gib deinem Gegenüber die Gelegenheit, sich zu äußern. Wenn du merkst, es kocht bei dir gleich über und du stehst kurz davor, deine Selbstkontrolle zu verlieren, dann tritt auf die Bremse, unterbrich das Gespräch und verlass die Situation. Mach einen Spaziergang. Mit etwas Abstand gelingt es dir unter Umständen etwas leichter, die Angelegenheit zu den Akten zu legen. Die indische Politikerin Indira Gandhi sagte einmal, mit einer geballten Faust kann man keine Hände schütteln. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um den Ekel, dessen Hauptaufgabe darin besteht,
uns und unseren Organismus vor abstoßenden, unbekannten und bedrohlichen Gegenständen und Stoffen zu schützen. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf www.institut-christoph-mar.de.